Frank Finkmann, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Melle. Wir erleben unglaubliche Zeiten im Moment an den Finanzmärkten, deren historischen Ausmaß wir erst in einigen Jahren, glaube ich, rückblickend begreifen werden. Vielen Kunden brennen die Fragen unter den Nägeln. Viele haben Angst um ihr Erspartes, um ihr Vermögen. Ist das Geld bei Banken und Sparkassen noch sicher? Ich darf dazu sagen, dass gerade die Idee, die die Sparkassen verfolgen, die auch häufig Ziel von Angriffen war, insbesondere aus dem Privatbankensektor, dazu beigetragen hat, diese Krise überhaupt erstmal zu überleben. Gerade das Sparkassensystem, Gewährträgerhaftung und Anschaltslast sind ja 2005 gefallen, erlebte hier eine Renaissance. Im Gegenteil, diejenigen, die dafür gekämpft haben, dass dieses System zerbricht und dass Sparkassen verkauft werden können, stehen heute unter staatlichem Schirm und erfreuen sich dem angeblichen Zugewinn an Sicherheit. Werte, für die Sparkassen seit ihrer Gründung vor 200 Jahren stehen, finden nicht nur in der Bevölkerung breite Zustimmung, sondern auch in Politik und Medien. Sparkassen engagieren sich auch für die gesellschaftliche Entwicklung vor Ort. Weil wir als Kreissparkasse Melle, an diese Werte gehalten haben, sind wir auch unbeschadet durch die Finanzmarktkrise gekommen. Die Sparkassen und Volksbanken insbesondere sind auf diese institutionelle, das heißt Finanzierung über den Kapitalmarkt nicht angewiesen. Sie sind direkt in der Kundschaft, in der Bevölkerung verankert, haben deshalb auch kaum auf der Kreditseite in Immobilienkredite investiert. Das heißt, sie sind regional verankert, realwirtschaftlich orientiert. Diversifizieren, streuen, 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 meine Damen und Herren. Wer sein ganzes Geld auf Tagesgeld bei einer Bank liegen hat, der hat nicht nur eine schlechte Anlage, der hat auch ein erheblich höheres Risiko, als er selber vielleicht meint. Wir glauben, dass eine sinnvolle Anlage die breite Palette der Anlagemöglichkeiten möglichst breit auch nutzen sollte. Wir haben über eine Zeitung eingeladen und haben heute etwa 200 Gäste hier im Haus, deren Fragen wir uns stellen. Den Einstieg hat mein Kollege Herr Josef Theissing gemacht. Dann haben Herr Bauer als Bereichsleiter und Herr Wilhelm Hoffmeister als Kapitalmarktexperte unseres Hauses Stellung genommen. Wir haben eine Reihe von Fragen im Anschluss gehört und hoffen, dass wir dadurch etwas zur Beruhigung, aber auch zur schonungslosen Offenlegung der aktuellen Situation beitragen konnten.